Schön. Gut, schönen guten Morgen, hallo. Ja. Gehen wir erst mal rein, ne? Ja. Hallo. Es ist erkennbar, dass das Zusammenspiel der einzelnen Rettungskräfte sehr professionell und gut läuft. Da ist unglaublich viel ehrenamtliches Engagement dabei. Da wird genau aufeinander abgestimmt, ein gutes Timing, unglaublicher Einsatz von Polizei, THW, Bundeswehr, Feuerwehr, die dabei sind. Das ist also wirklich eine große Leistung. Trotzdem gibt es keinen Grund zur Entwarnung. Im Gegenteil, das Wetter wird schwieriger werden. Das heißt, wir haben die nächsten Tage nochmal Schwierigkeiten zu erwarten. Deswegen haben wir von Seiten des Freistaats Bayern nochmal zusätzlich 500 Polizisten aus der Bereitschaftspolizei zum Einsatz gebracht oder bringen jetzt zum Einsatz, die jetzt halt ab heute Morgen um 8 Uhr da sind und versuchen auch eine Hilfe zu leisten. Aber alles in dem Einsatz und tun den Menschen Mögliches.